Die Grundlage von jedem Smart Home ist die intelligente Beleuchtung. Und das, was früher noch teuer war, ist es heute tatsächlich nicht mehr, denn die smarten Glühbirnen von TP-Link starten bereits zwischen 10 und 20 Euro. Heute schauen wir uns dabei die L520E an, welche sich vor allem in einem Aspekt von der L510E unterscheidet. Denn wie ihr hier seht, ist die L510E eher warmweiß, während die L520E mit 4000 Kelvin eher kaltweiß ist. Mit der L530E gibt es dann auch bunt leuchtende LEDs, so findet jeder die richtige Lösung. Wie ihr die LED aber einrichtet und was es hier für Funktionen gibt, zeigen wir euch heute anhand der L520E, also auf geht's! Jetzt geht's aber ran an die Einrichtung von der L520E und das Ganze funktioniert dabei über die TAPO-App natürlich. Und wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr sie über den hier eingeblendeten QR-Code einfach herunterladen. Alternativ haben wir die App aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn sie dann installiert ist und ihr euch eingeloggt habt, dann sieht das Ganze so aus. Und ihr könnt hier oben über das Plus-Symbol und dann über den Reiter Glühbirnen die L520 auswählen. Als erstes sollen wir die Glühbirne hier einschrauben. Das haben wir natürlich schon gemacht, deswegen gehen wir mal weiter. Und jetzt können wir die Birne einschalten und sie sollte gleich blinken nach einem Moment. Und wenn das passiert, können wir dann auch auf Weiter drücken. Jetzt hat es geblinkt, weiter geht's. Und jetzt strahlt die Leuchte neben dem Licht auch ein Wi-Fi-Signal aus. Und mit dem verbinden wir uns jetzt hier einmal. Dafür gehen wir in die Einstellungen, auf WLAN. Und jetzt sollten wir hier die Birne finden. Da müssen wir mal kurz gucken. Das kann auch einen Moment dauern. TAPO-Bulb hier unten. Das wählen wir einmal aus, dann verbindet sich das Ganze automatisch und wir können eigentlich auch wieder zurückwechseln. Hier wird es jetzt auch direkt erkannt und verbunden. Und jetzt verbinden wir die LED nochmal final mit unserem Heimnetz. Dazu gebe ich hier einfach das Passwort und den Namen des WLANs an und dann drücken wir auf Weiter und nochmal auf Weiter. Und danach befindet sich die Birne eben in eurem Heimnetz. Zum Schluss können wir der Lampe noch einen Namen geben. Man kann sie einem Raum zuordnen und wir können auch sagen, hey, wir wollen ein anderes Icon auswählen. Jetzt hier würde zum Beispiel das ganz gut passen. Drücken wir auf Weiter und dann wird noch einmal die Firmware überprüft, die bei uns schon auf dem neuesten Stand ist. Perfekt. Und dann ist das Ganze auch abgeschlossen. Falls bei der Einrichtung irgendetwas schief laufen sollte, könnt ihr die LED auch jederzeit zurücksetzen, indem ihr sie einfach viermal ein- und ausschaltet. Macht das jetzt hier einmal. 1, 2, 3, 4. Achtet dabei darauf, dass etwas Zeit zwischen dem Schalten liegt und jetzt gleich sollte die Lampe pulsieren. Genau. Und das bedeutet, dass sie zurückgesetzt wurde und dann können wir die Einrichtung nochmal neu starten. Und jetzt können wir die Lampe auch hier bei uns in der TAPO-App finden. Ich kann sie hier mal direkt ein bisschen runterdimmen. Das war ja hier super hell. Machen wir mal, hier kommt 10%. Man kann sie natürlich auch an- und ausschalten. Und hier unten haben wir noch die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu sehen. Wir können einen Zeitplan erstellen, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, hey, immer abends soll die automatisch angehen, können wir das hier machen. Und hier habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, den Abwesenheitsmodus einzuschalten. Und der ist quasi für den Urlaub gedacht, denn da kann eine Birne dann quasi eure Anwesenheit simulieren, dadurch, dass sie abends zu gewissen Uhrzeiten angeht. Das können wir hier auch nochmal einstellen. Wir können die Wochentage auch wählen und unten dann auf Start klicken. Auch eine Zeitschaltuhr-Funktion gibt es hier ganz zum Schluss. Da kann man quasi einstellen, hey, ich gehe jetzt gleich schlafen und das Licht soll noch eine Stunde leuchten und danach ausgehen. Da könnt ihr auch genau auswählen, wie lange das Ganze hier noch leuchten soll und dann auch hier wieder auf Start drücken. Viele von euch werden die LED aber natürlich auch gerne mit einem Sprachassistenten zusammen nutzen wollen, egal ob es der Google Assistant ist oder Amazon Alexa, beide sind kompatibel und das Schöne dabei ist, dass ihr die TAPO-App nur einmal verknüpfen müsst und dann all eure TAPO-Produkte automatisch mit dem Sprachassistenten synchronisiert werden. Das geht in der Alexa oder Google Home App, indem ihr euch mit eurem TAPO-Konto anmeldet bzw. den TAPO-Skill bei Alexa aktiviert, um so die LED auch per Sprache zu steuern. Das genaue Prozedere könnt ihr dabei hier etwas beschleunigt eingeblendet sehen. Insgesamt ist die L520E von TP-Link einfach energiesparend und sie schont auch euer Portemonnaie, gerade weil eben auch keine Bridge oder kein Hub benötigt wird. Das ist gerade für Einsteiger gut, weil man so keine Einstiegsbarriere hat und direkt loslegen kann. Falls ihr aber viele dieser Birnen nutzen wollt, achtet auch darauf, dass euer Heimnetz genügend Endgeräte unterstützt und dementsprechend leistungsstark genug ist. Falls ihr da noch auf der Suche seid, schaut gerne bei uns auf dem Kanal vorbei. Wir machen immer wieder Videos zur Netzwerktechnik und unser Favorit wäre aktuell der Deco X55. Das ist ein
Mesh-System, das bis zu 150 Endgeräte unterstützt. Das könnt ihr euch hier neben mir im Video gerne mal anschauen. Lasst auch gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.